Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer Mod-Vorstellung und diesmal geht es um die Modifikation Sandwichable. Diese Modifikation dreht sich, wer hätte es gedacht, um Sandwiches und fügt allerlei lustige Sachen hinzu. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sind hier in unserer kleinen Testküche, haben hier alles Mögliche aufgebaut, was die Modifikation zu bieten hat. Es ist eine Modifikation für 1.15, läuft unter Fabric, ist ja aktuell die Mod-Spaltung zwischen Fabric und Forge, deswegen muss man sich entscheiden. Und gehen wir einfach mal die Items durch. Als erstes haben wir hier den Sandwich-Table, der ist eigentlich quasi das Herzstück, um die Sandwiches zu machen. Dafür braucht man dann auch dieses wunderbare Kitchen Knife als Messer, um diese verschiedenen Sachen zuzubereiten. Hier teilweise Vanille, Brot und Milch braucht man und Pork Chop. Als Zutaten gibt es weiterhin die Tomaten und Blattsalat, den man auch in der Welt finden kann. Genau, diese ganzen Zutaten kann man mit dem Kitchen Knife verkleinern. Das geht dann hier vom Brot hin in die Sandwichscheibe, die man dann auch toasten kann mit diesem wunderbaren Redstone Toaster. Werden wir gleich auch alles nochmal durchspielen. Und aus der Tomate kann man Tomatenscheiben machen und kriegt letztendlich auch Samen raus, um die weiter anzupflanzen. Das gleiche gilt für den Salat, das geht über den Salatkopf in Blätter und dann schließlich auch in Samen. Ja, hier die lustigen Käse, die kann man in hier Andesit, Diorit und Granit Becken quasi herstellen und daraus wird dann erstmal ein Käseleib und daraus kann man dann auch mit dem Kitchen Knife wieder einmal Scheiben draus machen. Als einziger Fleischbelag gibt es aktuell nur Porkchop. Den hackt man halt erst klein und bekommt dann letztendlich Bacon raus, den man auch wieder toasten kann. Also man braucht hier nichts im Ofen machen. Alles geht über diesen Redstone Toaster. Und wenn man mal nicht aufpasst, kriegt man auch dieses wunderbare Burnt Food raus. Machen wir dann auch später. Das ist dann so eine Art Holzkohleproduktion. Wie gesagt, spielen wir alles durch. Und zum Hacken ganz wichtig ist das Cutting Board. Auch in allen verschiedenen Holzsorten erhältlich. Gut, hier einmal vorbereitet. Das Burnt Food legen wir aber beiseite. Nehmen wir uns mal ein bisschen von jedem. Genau, und gehen mal in den Survival-Modus. Wunderbar, wie man sieht, ich habe schon eine Menge Hunger und dem wollen wir mal entgegenwirken. Nehmen wir uns also erstmal das Brot, einfach mit Rechtsklick auf das Cutting Board eurer Wahl, machen hier einen Rechtsklick mit dem Messer drauf und wir bekommen 4 Bread Slices. Weil wir natürlich schon ein richtig krasses Brot haben möchten, tun wir das Ganze einfach mal in den Toaster. Muss man einfach auf die jeweilige Seite klicken, wo man es reintun möchte. Und jetzt hat man die Wahl, entweder drückt man hier Shift-Rechtsklick oder man nimmt einfach einen Knopf, zack. Und der Toaster wird runtergedrückt. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass hier automatisch was verbrennt. Er geht automatisch wieder hoch. Wenn man schon die jeweilige Sache, die schon getoastet wurde, nochmal toasten würde, dann würde da halt das gute Burnt Food rauskommen. Und wir haben jetzt Toasted Bread Slices. Genau, immer schön. Ja, da muss man ein bisschen gucken. Man muss ja mit der leeren Hand, um die linke Seite rauszunehmen. Ist natürlich noch in Entwicklung. Kam vor kurzem erst raus, also gestern meine ich. Ja, irgendwie sowas. Genau, und im Sandwich Table wird das Ganze angerichtet. Und das Ganze baut sich dann im 3D-Modus auf. Das hatte man auch schon mal, glaube ich, mit einer Pizza-Mod. Die lief ähnlich. Und es gab auch wirklich mal eine Sandwich-Mod. Die war ähnlich aufgebaut. Also man macht ja alles in-world quasi in 3D. Und wir überlegen uns mal, was machen wir denn als nächstes drauf. Ich denke mal, ein wenig Tomaten tun wir unten rein. Also legen wir mal Tomate drauf. Zerkleinern das Ganze. Hauen das als nächstes drauf. So, ein bisschen weiter. Würde ich sagen, wird jetzt mal Zeit für Fleisch. Nehmen wir uns mal einen Porkchop, können wir mal gerne hier drauf tun. Zack, da haben wir Pork Cuts. Die kommen dann auch gediegen in den Toaster. Da haben wir mal hier mal Shift-Rechtsklick, um mal die ganzen Möglichkeiten zu zeigen. Lässt sich natürlich dann auch so automatisieren gewissermaßen mit Redstone. Genau, hört auch ganz dezent im Hintergrund. Zack, wunderbar. Haben wir hier schon mal zweimal die guten Bacon Strips. Die kommen auch krass drauf. Wunderbar. Dann würde ich sagen, direkt darauf zerkleinern wir mal das Käserad. Bekommen direkt 5 Cheese Slices raus. Zack, auch drauf. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Salat. Nehmen wir mal den Lettuce Head. Zack. Das können wir alles mal loswerden hier. Lettuce Leaves drauf. Aber wir brauchen jetzt noch die zweite Scheibe Toastbrot. Butz. Und fertig ist das Ganze. Dann müssen wir mit Shift-Rechtsklick das Ganze abnehmen. Wir haben ein fertiges Sandwich. Mit den ganzen Zutaten, Toasted Bread Slice, Tomato Slice, Bacon Strips, Cheese Slice. Und wie man sieht, ich habe ja schon ganz schön viel Hunger. Meddeln wir das Ganze mal weg. Zack. Und alles voll. Also sehr reichhaltig das Ganze. Hat natürlich auch genug Aufwand gekostet. Und ja, wie ich finde, eine sehr, sehr nette Modifikation. Das Ganze mal im Sandwich schon mal. Das normale Essen fügt sich auch dem Ganzen sehr gut ein. Man hat hier viele Vanillematerialien, die man auch nehmen kann. Ich hoffe, man kann demnächst auch mehr Sachen drauflegen. Das ist noch eine ziemlich neue Modifikation. Und hier
den Herrn Piggington, der ist ein gutes Maskottchen hierfür und der musste schon sterben für die Materialien in der Truhe, zumindest seine Brüder. Und hier sehen wir das Ganze nochmal angepflanzt, auch ein sehr schönes Modell hier für den Kopfsalat. Das gleiche auch für die Tomaten, die sehen ein bisschen unspektakulärer aus, halt einfach wie Weizen, nur halt im Tomatendesign. Und wie man überhaupt an diese Samen kommt, es geht nicht über normales Gras, sondern über diese Shrubs, die es hier in der Welt verteilt gibt. Hier drüben haben wir ein paar. Und aus denen bekommt man dann einfach initial die Samen von den ganzen, von der Tomate und Salat. Und dann, wenn man das einmal die Farm am Laufen hat, kann man natürlich auch sich das Ganze selbsterhaltend aufbauen. Genau, hier können wir einen Käse rausnehmen. Einmal kurz noch gezeigt. Zack, haben wir mal den Eimer raus. Plopp. Erst ist dann weiß und wird immer mehr in Richtung gelb. Und wenn der dann irgendwann schlussendlich fertig ist, dann kommen diese Partikeleffekte, dass er gut gereift ist. Und dann kann man den Kram hier rausnehmen. Und hat man dann einen ganzen Käseleib. Ja, das wäre es eigentlich auch schon grob gewesen mit allen Sachen, die die Modifikation beinhaltet. Können wir hier mal kurz zeigen. Zack, zack, alle Shrubs ab. Und haben wir hier Tomato und Lettuce Seeds. Also alles wie gehabt. Und ja, das wäre es im Groben gewesen. Burnt Food können wir noch einmal kurz zeigen. Da haben wir hier die Bacon Strips, zack, und sagen wir, die tun wir am besten nochmal rein. Also es passiert wirklich nur, wenn man nicht aufpasst, also wenn man gar nicht aufpasst. Und das einfach nochmal runterdrückt. Und jetzt, in Kürze, oh, schade, Burnt Food, aber damit nicht genug. Nochmal Burnt Food rein. Zack, man hat Holzkohle. Ja, so kann man sich auch Holzkohle herstellen, wenn man mal wirklich den Bedarf hat, aus Essen wirklich Holzkohle machen zu wollen, was eigentlich relativ selten vorkommt. Aber es ist da und eine nette kleine Mechanik einfach mal eingefügt. Und ja, jetzt wird es auch schon direkt pissig, das Wetter. Da würde ich sagen, es gibt kaum einen besseren Moment, um diese Mod-Verstellung zu beenden. Da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ladet euch die Mod runter, alle Informationen und Links und was weiß ich alles ist in der Beschreibung zu finden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video, bei der nächsten Mod-Verstellung, was auch immer wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.